Hallo, Guido hier von Blockbuilders.de und wir wollen heute über den Facebook Libra Coin sprechen. Heute ist der Tag, wo Facebook weitere Informationen dazu veröffentlicht hat. Wir haben jetzt das White Paper dazu, wir haben das technische White Paper und jetzt ist ein bisschen klarer, was eigentlich hinter dem Libra Coin steht und ich will euch das Wichtigste dazu zusammenfassen. Der Ansatzpunkt von Facebook ist, wie sie es im White Paper erklären, dass es im Prinzip 1,7 Milliarden Erwachsene gibt, die keinen Zugang zu Bankkonten haben. Also die sich in der dritten Welt befinden und einfach keinen Zugriff auf ein Konto haben und daher nicht Teil des Finanzsystems sind. Und trotz der großen Menge haben davon im Prinzip über 1 Milliarde Menschen von diesen 1,7 Milliarden ein Smartphone und die Hälfte davon hat auch Internet. Das heißt, es gibt im Prinzip eine große Menge an Leuten, die kein Konto haben, aber Internet und daher nicht Teil des Finanzsystems sind. Und das will Facebook adressieren und eine eigene Kryptowährung machen, um im Prinzip diesen Markt zu bedienen und eben auch die bestehenden Bestandskunden. Also Facebook hat über seine Plattformen hinweg, was WhatsApp, Instagram, Facebook, Facebook Messenger ist, über 2 Milliarden Kunden. Und daher natürlich eine große Reichweite. Und das soll eben jetzt mit dem Facebook Libra Coin alles zusammen bedient werden. Die Idee dahinter ist im Prinzip eine Kryptowährung zu machen, die nicht von Facebook selbst kontrolliert wird, sondern von der Libra Association. Das ist eine Non-Profit-Organisation, also eine gemeinnützige Stiftung, die ihren Sitz in der Schweiz hat. Und die Organisation wird auch nicht von Facebook kontrolliert, sondern es gibt eine Reihe von Gründungsmitgliedern. Bisher veröffentlicht wurde das White Paper, das technische White Paper und eine Reihe weiterer Informationen. Und was jetzt in den nächsten Tagen kommen soll, ist im Prinzip das Testnet, was live gehen soll. Bis wir den Facebook Libra Coin aber nutzen können, müssen wir uns noch bis 2020 gedulden. Also Facebook selbst spricht davon, dass der Libra Coin im ersten Halbjahr 2020 live gehen wird. Der Wert des Libra Coins setzt sich dadurch zusammen, dass Facebook dafür Fiat-Währungen hinterlegt oder bestehende Assets. Facebook hat bisher nicht gesagt, was das genau für Währungen sind, aber es ist anzunehmen, dass eben US-Dollar, Euro, japanischer Yen und vielleicht britisches Pfund hinterlegt wird. Vielleicht sind auch noch andere Sachen bei wie Gold. Dazu hat sich Facebook bisher noch nicht geäußert und daran arbeitet man noch, um eben eine möglichst stabile Währung zu haben. Das hat den Vorteil, wenn wie heute der Eurokurs etwas in den Keller geht, bleibt der Libra-Coin relativ stabil, da ja der Libra-Coin nicht nur durch den Euro gedeckt ist, sondern durch einen Korb verschiedener Währungen. Wir haben also nicht wie bei Tether, dass für jeden ausgegebenen Lira oder für jeden ausgegebenen Tether ein US-Dollar hinterlegt wird, sondern für jeden ausgegebenen Libra wird im Prinzip eine Reihe von Währungen hinterlegt. Was sehr beeindruckend ist, dass Facebook zu Beginn sehr viele Partner mit an Bord hat. Also das Ganze wird nicht von Facebook selbst auf den Weg gebracht, sondern es gibt aus verschiedenen Bereichen viele Partner. Also aus dem Zahlungsbereich gibt es beispielsweise Mastercard, wir haben PayPal dabei, Visa ist dabei, der große amerikanische Zahlungsanbieter Stripe ist dabei. Dann haben wir Online-Unternehmen, Online-Marktplätze, die dabei sind mit Booking.com, eBay ist dabei, Farfetch, wir haben Lyft, wir haben Uber ist dabei und Spotify. Dann haben wir auch noch Vodafone dabei, da haben wir eine ganze Reihe Venture-Capital-Firmen wie Andreessen Horowitz oder Union Square Ventures und auch noch eine Reihe gemeinnütziger Organisationen wie Women's World Banking und Kiva. Was die Partner jetzt machen mussten, war, jeder musste mindestens 10 Millionen US-Dollar hinterlegen und dazu bekamen sie im Prinzip Zugang zu dem Projekt und sind jetzt in der Lage, auch eine Node zu betreiben. So wie es aktuell aussieht, wird es beim Facebook Libra Coin zu Beginn 33 Nodes geben. Bei Bitcoin gibt es ja über Hunderttausende.
Und bei Facebook gibt es eben nur diese 33, das ist etwa vergleichbar wie mit EOS oder auch Tron, wo wir das haben, wo im Prinzip nur eine Reihe ausgewählter Nodebetreiber sind und die dafür sehr schnell neue Blöcke erzeugen, die auch sehr schnell Transaktionen bestätigen. Die genaue Zahl hat Facebook jetzt noch nicht gesagt, aber es ist davon auszugehen, dass im Prinzip alle 0,5 Sekunden oder jede Sekunde oder alle paar Sekunden eben ein neuer Block erzeugt wird von den Nodebetreibern und dadurch Transaktionen innerhalb von Sekunden bestätigt sind. Im Laufe der Zeit ist auch noch geplant, dass weitere neue Mitglieder hinzukommen. Also Facebook spricht selbst davon, dass sie in der Libra Association in der Schweiz über 100 Mitglieder haben werden. Und später wird es vielleicht auch mal möglich sein, für jeden eine Node zu betreiben. Aktuell ist es aber so, dass nur die ausgesuchten Mitglieder eine Node betreiben müssen. Daher ist das Facebook-Libra-Netzwerk aktuell noch relativ zentralisiert, weil eben nicht jeder daran teilnehmen kann als Node-Betreiber. Aber zukünftig soll sich das ändern und daher gibt es auch die gemeinnützige Organisation in der Schweiz, wo Facebook auch nur sehr begrenzt Voting Rights hat, also sehr begrenzt Wahlrecht oder Entscheidungsfreiheit in der Association. Wir hatten schon gesagt, dass es kein Proof of Work geben wird, also es wird kein energieaufwendiges Mining geben, sondern die Node-Betreiber, die ausgesuchten Node-Betreiber, werden die Transaktionen bestätigen. Das hat den Vorteil, dass die Blockchain sehr gut skalierbar ist und wir im Prinzip theoretisch hunderttausende Transaktionen pro Sekunde machen könnten, dadurch, dass es halt nur eine Handvoll oder eben 33 Node-Betreiber gibt. Der genaue Consensus-Algorithmus, der hier verwendet wird, ist Byzantine Fault Tolerance. Für den Libra-Coin hat Facebook auch eine eigene Programmiersprache festgelegt. Das haben wir bei anderen Kryptowährungen auch schon gesehen. Also Ethereum beispielsweise hat Solidity und Facebook hat eben auch eine eigene Programmiersprache für die Blockchain festgelegt und das ist Move. Anders als bei Ethereum wird es aber bei dem Libra Coin keine Smart Contracts geben, sondern das ganze System ist wirklich nur auf die Kryptowährung ausgelegt. Was wir noch haben, wir haben mittlerweile auch das erste Wallet, was vorgestellt wurde mit Calibra. Calibra ist im Prinzip jetzt ein Service, was später mal ein Wallet sein wird, womit ihr im Prinzip den Libra Coin empfangen und senden könnt. Kann man sich noch nicht runterladen, kann man sich nur vorregistrieren und man sieht im Prinzip, dass es aufgebaut ist wie so ein Crypto-Wallet, ist aber ein Custodial-Wallet. Das heißt, ihr werdet keinen Zugang zu den Private Keys haben. Es gibt zwar Private Keys, aber die werden, wie gesagt, hier von Calibra oder dann Facebook für euch verwaltet. Muss man mal sehen, ob es zukünftig noch andere Wallets geben wird. Aber bisher ist es so aufgebaut, dass es immer Custodial-Betreiber gibt, die das für euch verwalten. Und es ist davon auszugehen, dass es dafür auch einen KYC-Prozess geben wird, also einen Know-Your-Customer-Prozess, den ihr eben durchlaufen müsst, um diese Libra-Coins zu halten, beziehungsweise das Wallet zu nutzen. Das haben wir dazu und das ist im Prinzip auch schon das Wichtigste, was Facebook bisher dazu vorgestellt hat. Ich werde euch unten auch nochmal die White Paper Links schicken, da könnt ihr nochmal selbst reingucken und ansonsten wird jetzt eben in der nächsten Zeit erst vieles klarer. Wenn ihr noch Fragen habt, nutzt gern unten die Kommentare. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und dann vielen Dank fürs Zuschauen.